Good morning, Cape Town. So, guten Morgen. Mein Name ist Daniel Korte und wie ihr vielleicht hören könnt, ja, mir geht es gerade aktuell nicht so gut. Ich war die letzten zwei Tage krank und deshalb musste ich mich so ein bisschen ausruhen. Nichtsdestotrotz fahren wir gleich los Richtung Neisna, machen die Garden Route, werden eine Safari machen und hier und da mal einen Stopp machen. Kameras sind geladen, Ladegeräte eingepackt. Ich hoffe, das wird eine geile Tour mit den Jungs und ich werde jetzt die Jungs erstmal wach machen und dann geht's gleich los. Let's go. So Leute, auf den Weg nach Neisna machen wir jetzt noch einen kurzen Stopp in Hermanus, keine machen mich mehr an und hoffen ein paar Wale zu sehen und die meisten von uns in ein wenig im Sack. Mal schauen wir raus, richtig nice. Gemacht. Allerdings habe ich keine Wale, also halt Wale sehen können von Weitem. Wer mal hier einen kleinen Boxenstopp macht, ist ganz cool. Allerdings reicht hier eine Stunde Boxenstopp, weil wenn man so zwei, drei Wale angeschaut hat, dann reicht es eigentlich. Wir sind gerade angekommen in Neisna und im Hintergrund kann man schon ganz nice den Sonnenuntergang schauen und wir haben gerade unsere Sachen geholt, vollgepackt. Und gleich mache ich noch einen kleinen Drohnenflug hier über den Strand. Ist echt sensationell, dass wir auch die Location und das Hotel, was wir hier uns geholt haben, echt richtig nice. Wir sind gerade auf dem Weg zur Blue Crans Bridge. Da gibt es, wie heißt das nochmal? String? Irgendwas mit Adrenalin auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es da den höchsten Bungee Jump der Welt. Und Minimum eine Person aus diesem Auto wird diesen Bungee Jump safe machen. Ja. Ich würde es sehr, 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 sehr gerne machen. Aber aufgrund dessen, weil ich echt noch super erkältet bin, werde ich heute raus sein, aber ich werde safe nochmal hier vorbeifahren und dasselbe machen. Ich weiß nicht, ob die anderen es machen werden, also einer von uns wird es definitiv nicht machen. Wie sieht's mit dir aus? Was, ich? Ja. Ne, ich auch nicht. Ich habe auch Schnupfen wie du. Okay, was steht auf deiner Hand? Okay, das ist mein Gewicht, 87 Kilo, bisschen viel gefressen die letzten Tage und das ist the number of death, jumper number 55. Bist du irgendwie ansatzweise nervös? Nein. Nein? Komplett relaxed, wie man vielleicht auch erkennen kann. Aber vielleicht liegt es auch an dem ganzen Shit, den ich heute Morgen geraucht habe. Bauchmuskelübungen. Ah, sau geil. Nachdem unser Kollege Kovacic gesprungen ist, Hammer. Ich sag nur Hammer. Ich bin mitgelaufen dorthin. Mir geht es immer noch nicht so gut. Aber wenn ich hier auf der Rückfahrt oder mit meinen Eltern vorbeikomme, werde ich 120.000% springen. Es ist so geil. Einfach schon, wenn man da drüber läuft, über die Brücke und man schaut, 300 Meter nach unten und mehr als 300 Meter nach unten. Der Hammer. Ohne Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich über Kommentare und Daumen freuen. Und wir fahren jetzt weiter nach Port Elizabeth. Wir werden dort erst heute Nacht ankommen, weil wir jetzt hier so lange verbracht haben. Und aus dem Grund ist dieser Vlog jetzt geschlossen. Und morgen sehen wir uns dann hoffentlich auf Safari wieder. Und dann gesund. Peace out.